Welcome back to Battlefield Hardline. Und wir waren letztes Mal stehen geblieben, den Knopf auf unserem Handy zu drücken, um den Sprengsatz zu zünden, um die ganzen Kammern hier zu fluten. Und ich bin gespannt, ob die ganze Sache schief geht. Aber lasst's euch, oder nicht lasst's euch, sondern lasst euch überraschen. Ich drücke jetzt E. 3, 2, 1. Ob das gut geht, ich wage es ja zu bezweifeln. Wasser. Und jetzt? Die ganze Zeit den Plan noch nicht verstanden, den wir vorhaben. Okay, wir sind im Wasser. Und jetzt? Achso, weil wir den Fahrstuhl ja nicht benutzen können, haben sie ja gesagt, ne? Stimmt, ja, wir fluten den Fahrstuhl, damit wir jetzt so hoch können, damit wir den nicht hacken müssen. Das ist natürlich ein minimalistischer Aufwand, aber klappt ja anscheinend. Sieht auf jeden Fall nett aus. Ich frage mich ehrlich gesagt, dieser Mundaufsatz, ja, ob das wirklich so einfach funktioniert, dass man dadurch dann jetzt atmen kann. Dass der irgendwie Sauerstoff durchs Wasser filtert und man dadurch atmen kann. Das wäre ja eigentlich mega geil, aber ich denke mal, das wird vielleicht auch nur eine kleine Weile andauern, dieses Ding. Das wird nicht ewig gehen. Aber wir sind auf jeden Fall gleich oben. Okay, was ist los? Ach, du bist schon oben. Zufällig hält der Wasserpegel genau vor diesem Stockwerk. Das hat Boomer gut berechnet. Alles okay? Ja, aber wir sollten Tyson reinlassen. Tyson, los, der ist draußen. Irgendjemand ruft sicher die Polizei wegen der Explosion. Was? Wieso denn das? Nein. Das will hier bestimmt keine Cops haben. Na sicherlich, den schickt er natürlich andere. So, lassen wir mal Tyson rein hier. Hallo? Ist das hier eine Scheibe? Lassen wir ihn denn ich brauche etwas, mit dem ich die Tür öffnen kann. Guter Hinweis. Die Frage ist was? Oh, ist das meine Schatzkiste? Okay. Ich würde ja einfach mein C4 ranheften und krabum. Aber ich denke mal nicht, dass das des Rätsels Lösung ist. Die Tür geht sicher mit dem Touchscreen auf. Welcher Touchscreen? Feuerwerk. Oh. Wo ist denn hier ein Touchscreen? Der da, nehme ich mal an. Okay. Terrace? Terrasse? Zack. Schön, dass ihr beide noch am Leben seid. Was für ein Rätsel. Ich sag's mal so, für einen Exploren hat das Geschmack. Das da? Das ist ein 24.000-Dollar-Tischchen. Kennst du diese Magazine für Reiche, die wirklich Reichen gar nicht lesen? Habe ich alle abonniert. Im Gegensatz zu euch Neandertalern weiß ich Luxus zu schätzen. Sorgt dafür, dass der Brecher seine Arbeit erledigt. Okay. Wo ist er denn? Oh, scheiße. Gute Frage. Was hat die gesagt? Okay, wir müssen uns umsehen. Der Tresor muss hier irgendwo sein. Im Schlafzimmer oder so? Nee, was hatte die nicht irgendwas gesagt? Wo der sein soll? Hier ist ein Fahrstuhl. Ich nehme an, da wird er nicht sein. Hier ist die Küche. Ich nehme an, da wird es auch nicht sein. Ich nehme an, das wird hier irgendwo sein. Oh. Zack, haben wir. Auf dem Computer sind Kontoumsätze geöffnet. Kontoumsätze? Oh. Bisschen härteres Kaliber. Aber ich stehe eigentlich so auf gezielte Schüsse, muss ich ja nochmal sagen. Und mittlerweile haben wir hier echt krassen Scheiß. Aber die ganzen Schnellfeuergewehre. Ist hier nicht so eine. Ah, hier, LMG. Das hängt da an der Wand, aber das darf ich noch nicht benutzen. Auch nicht schlecht. Nee, ich mag mein Setting. Ich mag mein Setting. So, wir wollten ja. Achso, Tab. Ja, zu spät. Wollt ihr eigentlich mal das Ding hier öffnen, um den Beweis mal anzugucken? Nimm den Scanner. Dass die mir immer hier irgendwelche Hinweise geben für die ganz dumm. Aber ich brauch sie. Gibt's hier was?
sollte doch hier in diesem Büro sein, oder? Nicht? Ach, ich werde schon wieder wahnsinnig. Ich renne hier fünfmal im Kreis. Da, an der Wand, vor der du stehst. Hallo. Tresor. Komm, ihr könnt mir nochmal einen Hinweis geben, oder? Ich dachte, jetzt wäre was grünes, aber das ist das Feuerwerk. Hier ist doch nichts. Was ist denn das? Taking charge. Julian, was steht da? Kannst du gar nicht lesen. Julian Dawes. Achso, das hier ist sein Werbespot-Dings. Scheiß. Was ist hier mit Tyson? Der steht jetzt hier und langweilt sich, oder was? Oder geht's hier noch in der zweite Etage irgendwo? Oder hört die nicht dazu? Hört die dazu? Ja, die hört dazu. Würde ich sagen. Nix, nix, nix. Oh. Meinen die immer, wenn es da was interessant... Ah, ne, hier. Scan, scan, scan. Wer ist das? Die Mutter? Todkranker Ehefrau. Dorfs Ehefrau in den letzten Lebenstagen. Ach ja, stimmt, die ist ja gestorben. Haben sie ja gesagt. Okay, na denn. Hier ist doch ein Knöpfchen. Was bringt uns das? Kameras. Ja, sehr schön. Ja, ganz toll. Jetzt können wir zusehen, wie Tyson da irgendwo rumsteht. Wird da irgendwo der Scheiß-Dings sein hier, oder? Der Tresor. So, gucken wir mal auf der anderen Seite nochmal. Oh, hier ist noch ein Schrank. Kleiderschrank, hier irgendwas. Kleiderschrank. Hallo. Ich würde ja gerne warten nehmen, aber... Ist hier noch eine dritte Etage? Ich glaube nicht, oder? Ist hier noch irgendwo hoch? Ne, wir sind schon ganz oben. Würde ich sagen. Aber what the hell? Where is the treasure? Hier in der Steckdose vielleicht? Mit den entsetzten Augen? Einer Steckdose? Sie sind völlig erschrocken. What the fuck? Mann, ich hasse sowas. Ja, entweder, ich weiß nicht, ob ich mich einfach nur zu dem ich immer anstelle. Aber hier scheint noch irgendwas zu sein. Das will er mir ja hier nicht. Ah, ich habe doch selber irgendwas gesagt mit Schlafzimmer. Dass es hier im Schlafzimmer irgendwo ist. Ja, ganz ehrlich, ich hätte es glaube ich besser gefunden, wenn man dem Scanner überall lang läuft, als das Tier vibriert und man auf den Pixel genau irgendein Scheißding anvisiert. Oder vibriert es einfach immer noch, dass hier was ist. Das ist echt verwirrend, also man weiß irgendwie nicht. Ja, es vibriert, aber meint er jetzt das Foto, was hier, was ich schon untersucht habe? Oder meint er was anderes? Ah, steht ja da, Beweismaterial gefunden, 2 von 2. Aber wo zur Hölle ist dieser scheiß Tresor? Vielleicht muss ich jetzt auch wieder runtergehen, weil das alles geskriptet ist und die Alte sagt mir jetzt unten: Oh, ich habe ihn gefunden. Mendoza. Hier unten ist er. Klick. Ah. Ganz komisch. Das habe ich doch vorhin angeguckt, oder nicht? Idiot. Genau, jetzt lädt der ganze Sims hoch. Oh, hallo. Ich glaube, Dawes hat als Kind so viele Comics gelesen. Also gut. Na dann setz mal auf. Zack, direkt richtig ausgerichtet. Das sollte reichen. Okay, Brecher, dann leg los. Du lässt ihn ganz allein? Was soll ich denn machen, ihn anfeuern? Tut das. Leute, schlechte Neuigkeiten. Leute kommen ins Gebäude. Lass mich raten. Besuch. Wie viele? Weißt du noch mein Worst-Case-Szenario?
Ja? Wie sollen die jetzt hochkommen eigentlich? So viele. Okay, da sind sie. Bereit machen. Im Dorfbüro sind Waffen. Ja, ich weiß. Bereite alles vor. Fallen, Sprengsätze, alles. Sie werden durch diese Gänge auf uns zukommen. Durch welche? Wir müssen die Kerle aufhalten. Nick, wenn du Minen hast, dann setz sie ein. Nick, hab C4. Da sind sie. Ach, Waffenhaken. Ist egal. Komm schon, da drüben. Jawohl. Sucht überall. Ich meine es ernst. Seht überall nach. Hey, habt ihr da schon nachgesehen? Los, da drüben nachsehen. Wenn ihr einen seht, schießt! Scheiße, da hat natürlich keinen abgelegt. Seht nach, ob ihr irgendwo einen schießt. Wenn der letzte da ist, zünd ich den Scheiß. Scheiße, wo ist der? Hey, auf ihn! Scheiße! So, er ist tot. Das ist er gar nicht, oder? Oh, 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 da kommen noch welche. Genau! Ach, jetzt sind sie schon oben! Fuck! Genau, ey, kommt da noch mehr? Von hinten auch noch, oder was? Wir machen das anders. C4 ist scheiße. Ich will die Laserminen hier haben. Die Panzerung belasse ich. Ich will irgendwie, ach, ich weiß nicht. Irgendwie will ich was mit Wumms haben. Das sind Halbautomaten, warte mal, ich will mal was hier. Ah, lass mal hier AKM nehmen. Völlig Wurst. Ja, Griff. Ach, das ist sogar mit Schalldämpfer. Das ist ja schön. Längeres Magazin, you know. Dann nehmen wir hier. Vierer, würde ich sagen. Mein Lieblingstarn noch auf ihr Pack. Zack. Dann würde ich sagen, ihr geht los nochmal. Tut mir ja leid, dass es sich schon wieder gerade wie ein Kaugummi irgendwie. Aber es geht manchmal nicht anders. Manchmal stellt sich Steffen halt. Fallen, Sprengsätze, alles. Sie werden durch diese Gänge auf uns zukommen. Wir müssen die Kerle aufhalten. Ich verhalte davon. Wenn dann setz sie ein! So, kann ich jetzt hier an den Koffer nochmal gehen und mir nochmal welche holen? Da sind sie! Ach, war das unten? Okay, ich bleibe hier! Scheiße, das war unten. Da sehe ich mal nach! Sucht überall! Jawohl! Vorsicht! Ich meine es ernst! Hä? Vorsicht! Wir haben ihn! Mach ihn an! Los, weiter! Was ist denn das für ein Scheiß? Warum sterben die denn nicht? Wo kommen die denn her? Da ist doch gar kein Gang, oder? Das ist doch nur eine Treppe. Die ist übrigens scheiße. Ich hasse die. Ach, Mann. Ja, wir nehmen mal die hier. Beziehungsweise, warte mal, gibt's da. Ja, wir brauchen eh keinen Schalldämpfer, das ist völlig für den Arsch. Kontrolle. Nimmt die Präzision ab. Aber noch ein bisschen mehr Kontrolle. Nehmen wir. Ach, wir nehmen hier so ein Holocide, völlig Wumpe. Das ist doch doof. Ich hätte das unten, glaube ich, nochmal ändern müssen. Ja, los nochmal. Das wird richtig happig. Ich sag's euch. Bereite alles vor. Fallen, Sprengsätze, alles. Sie werden durch diese Gänge auf uns zukommen. Ist doch gar keine Treppe. Wir müssen die Kerle aufhalten. Nick, wenn du Minen hast, dann setz sie ein.
Da sind sie. So, kann ich mir jetzt noch mal was holen? Wo kommen die denn hier? Wir müssen ausschwärmen. Gut, bleibe hier. Augen auf. Hey, habt ihr da schon nachgesehen? Vorsicht! Hey, Vorsicht! Hier drüben! Komm, das hat ein bisschen was gebracht. Ach, Tyson macht mit. Ist aber schön. Guck mal, hier kommt jetzt keiner mehr. Nope. Ohne einer. Na los, komm raus. Tot? Wo kommt er? Wo kommt er? Oh fuck, aber war auf jeden Fall schon mal besser. Wir machen erst die und dann... Ne, wir machen erst C4 und dann legen wir die Minen noch. Ist. Alles vor. Fallen, Sprengsätze, alles. Die kommen ja alle da vorne. Sie werden durch diese Gänge auf uns zukommen. So. Wir müssen die Kerle aufhalten. Nick, wenn du Minen hast, dann setz sie ein. So, hier noch. Schritte. Oh, weg. Da sind sie. So, zack, jetzt hole ich mir die Minen noch. Oh, ist das aufregend. Aufregend. Ja. Vorsicht, ich meine es ernst. Toten, da drüben nach dem. Wir müssen ausschwärmen. Leute, zurück! Ach, jetzt kann ich gar nicht zu viel zünden. Ah, oh, das war dumm. Wo ist er? Ist da einer? Ich seh ihn! Jawohl, das hat's auch gebracht. So, die sind tot. Die anderen sind unten, ne? Oh, nur der ist auf meiner Etage. Da drüben ist der! Jetzt kommt er hier rein. Die anderen sind unten. Jo. Verdammte Scheiße! Moment! So, und jetzt? Wie lange braucht der Brecher noch? Mann. Die haben den Strom abgestellt. Da sind doch welche. Wo? Oh. Wenn du ein Infrarotvisier hast, setz es ein. Habe ich natürlich nicht. Und das andere ist unten. Im Büro ist ein Waffenschrank. Komm schon, such sie. Die sind besoffen. Runter, los. Okay, den Infrarotvisier. Ich wollte Taschen ab und verraten euch genug. So, jetzt kommt hier links noch einer. Nein! Oh, wie soll man das schaffen? Ich hoffe, der Checkpoint ist nicht ganz am Anfang. Ich brauche erst die Laserminen, ja. Ja, zum Glück. Der Checkpoint ist darüber. Die haben den Strom abgestellt. Was? Da sind doch LOL. Welche. Wenn du ein Infrarotvisier hast, setz es ein. Freut mich. Nachfüllbeginn. Büro ist ein Waffenschrank. Gut,
Zack, der erste ist weg. Seht nach, ob hier irgendwo einer ist. Runter! Kommen wir jetzt alle hier hoch? Kommt hier nach hoch. Schutz suchen, immer Schutz suchen, schön. Tot. Gut. Okay. Der ist tot, da kommt noch einer. Ah, man sieht immer so schlecht. Kommt noch einer. Ey, wie schnell man hier stirbt, ist der Wahnsinn. Jawohl. Haben wir das jetzt? Der Brecher hat's geschafft. Jawohl. Oh Gott, Leute. Komm schon. Ich werde verrückt, der Chef ist auf. Dann wollen wir hier mal aufräumen. Nein, 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 nein. Zurück! Scheiße. Tyson! Oh, Scheiße. Kai? Er lebt. Die Weste hat ihn gerettet. Hey, bleib bei mir. Ich bin da. Er muss sofort hier raus. Komm, Chef, steh auf. Welche Weste? Ist weg. Bring ihn zum Seil. Hier lang. Dawes wusste, dass wir kommen. Diese miese Sau. Warte mal. Ich werde aber nochmal meine Waffe ändern. Zumindest werde ich mal einen Schalldämpfer raufpacken. Ach nee, die hat ja gar keinen. Warte mal, ich will mal wissen, hat die auch noch einen Schalldämpfer? Auch nicht. Ist die neuer als die andere? Nee, die hatte ich doch gerade, oder? Auch nicht. Ist die einzige, die einen Schalldämpfer hat hier, ja? Warum habe ich da keinen Griff drauf gehabt? Hatte ich den vorher nicht? Mega geil. Magazin, alles dabei. Zubehör. Naja, Laser brauche ich nicht. Cool. So, zack. Dann wollen wir jetzt... Achso, fällt gerade ein. Die Zeit ist reif. Der Part ist vorbei. Was jetzt weiter abgeht, weiß ich selber so genau gar nicht. Aber ihr werdet zum nächsten Teil von Battlefield Hardline erfahren. Bis dann. Ciao. I got caught up in some bullshit and almost gave up my dreams. Even had some trust issues with people up on my team. I went and questioned my confidence after I gave up dreams. But now I'm back in the booth and once again I'm at peace. You better flee, Hops, or get your head on three. And once again I'm at peace, and once again I'm at peace. I got caught up in some bullshit and almost gave up my dreams. Now I'm visualizing the realness of my life and actuality. Pills for concentration, pills for motivation, pills to keep me patient and pills to help me creation. I'm addicted to this life I'm living, trying to fuck all types of women. Regardless, they skin.